Einen sowas von wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen allen, euch allen im Ilses Erika zur Donesty Late Night im Ilses Erika, wie ich schon sagte. Und ich bin's wieder, euer rasender Reporter, in Orange gekleidet, was bedeutet, ich befinde mich auf einem Weltschauplatz des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehens. Wir befinden uns hier, ich kann schon sagen, im Matsch. Wenn ihr das hier hört, das ist furchtbar. Ich rutsche ja auch immer weg. Es ist richtig Gefahrengelände, auf dem ich mich bewege. Wir befinden uns hier in einem Stück Areal des der sogenannten Sächsischen Tiger. Ein Waldareal, was sich über geschätzte 150.000 Quadratkilometer erstreckt rund um Sachsen. Eine perfekte Gegend für die Leute, die jetzt immer wieder aufgefallen sind in und um Sachsen, die sich mit dem hier, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, beschäftigen: Holzdiebstahl. Die Ölpreise steigen, das hat den Zusammenhang, dass hierher Leute kommen und sich Kleinhölzer, Großhölzer, Mittelhölzer etc. mitnehmen, um zu Hause ihre Hölzer wahrscheinlich in die Heizung, die sie vorher aufgebohrt haben, hineinzustecken, diese Hölzer dann anzubrennen, was dann die Heizungsrohre und die Heizungsrippen sozusagen beheizt. So ungefähr muss das vor sich gehen. Der Forstbeauftragte für Sachsen und Hauptverantwortliche für die Sächsische Tiger, in der wir uns hier befinden, hat ein kleines Ausschussverfahren erarbeitet. Es geht um bestimmte Hölzer, die immer wieder in den Wäldern rund um Sachsen entwendet werden. Das sind folgende: das sind die Schindelhölzer, Wolzhölzer, eingetragener Warnpreishölzer, Pockelhölzer, Himpelhölzer, Vandalenhölzer, Vandalenhölzer natürlich auch, Mooshölzer, Roppelhölzer, Zindelhölzer, Kaschumpenhölzer, Winkenhölzer, Brombenhölzer, Brombeerhölzer, Schamanenhölzer, Himmelwolkhölzer, Winkelstriebhölzer, Treibsand, Abgerutschthölzer, Winkelhölzer, Zellhölzer, Pampelhölzer, Autobahnhölzer, Rimpelhölzer, Pammhölzer, Zinnhölzer, Gänzhölzer, Bockelhölzer, Indasoba-Hölzer, Koffetaminhölzer, Schimpfhölzer, Wompfhölzer, Tuppelhölzer, Kamadenhölzer, Rippelhölzer, Unzenzhölzer, Schimmhölzer, Bagashölzer, Bagagenhölzer, Rucksackhölzer und natürlich die heimischen Birkenhölzer nicht zu vergessen. Um diese Hölzer geht es und die werden hier immer und immer wieder entwendet. Und jetzt haben schon mehrere Politiker zu Recht gefordert und auch sehr viel Forstbeauftragte in ganz Deutschland, weil es ist in ganz Deutschland auch ein Phänomen, ab mit diesen Leuten ins Holzklauer-Bootcamp. Dort werden die Leute hingeführt, es werden richtig große Schindeln, natürlich nicht von denen, ich zähle das jetzt nicht nochmal auf mit den Hölzern, keine Schindeln aus diesen Hölzern, sondern aus gebräuchlichen Hölzern, die man hier auch klauen dürfte, wenn man denn überhaupt die Unterscheidung treffen könnte. Und mit diesen Schindeln werden diese Eingeführten im Bootcamp von früh bis Abend auf den Kopf geschlagen, bis sie gar nicht mehr wissen, was Plastik und Holz ist und bis sie gar nicht mehr wissen, dass es Sinn macht, den Ofen oder die Heizung anzuheizen. Und aber trotzdem, das ist nicht nur der Wind, irgendwas höre ich gerade hier knistern. Irgendwas klingt hier gerade komisch, was eigentlich hier überhaupt nicht zur Sendung gehört. Halt! Halt! Stopp! Stopp! Naja, kann ich jetzt auch nicht machen, der ist geflohen, weil ich muss ja hier bleiben. Ich habe hier meinen eingesetzten Kameraplatz, kann man ja nicht einfach weg. Sie sollten es besser machen, wenn Sie sehen, auf dem Fußweg, da liegt ja auch manchmal so Streichhölzer und sowas rum, die ja auch aus den bekannten Holzsorten, die ich vorhin aufgezählt habe, gefertigt sind. In Ihren Vorgärten oder im Park, wo Sie sind, wenn Sie Leute sehen, die da kleine Stöckchen oder sowas aufheben, sofort packen Sie sich am besten schon irgendeine Schindel von zu Hause ein. Sie dürfen das. Diese Leute sind vogelfrei, die dieses Holz klauen. Rennen Sie dorthin, stellen Sie diese Leute, hauen Sie ihm gleich mit Ihrer Schindel eins über den Schädel und dann abliefern an einem Holzklauer-Bootcamp, was alle 200 Meter demnächst hier rund um Sachsen und auch in den sächsischen Großstädten errichtet wird. In diesem Sinne gebe ich zurück zu Donesty Late Night im Ilses Erika. Viel Vergnügen noch.